An AIDS muss heute niemand mehr sterben. Und es gibt ein Medikament gegen die Immunschwächekrankheit. Der Haken bisher, das Medikament war einfach nahezu unbezahlbar. Und das hat sich jetzt dramatisch geändert. Ob und wie AIDS jetzt aufgehalten werden kann und wie es vor allem mit der HIV-Impfung steht, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Zahl, die ist wirklich heftig. Schätzungsweise sind bisher wohl 35 Millionen Menschen an der Immunschwächekrankheit HIV gestorben. Doch der Plan gegen die therapierbare, aber immer noch unheilbare Erkrankung ist klar. Bis 2020 soll das zunächst einmal das 90-90-90 Ziel sein. Langfristig geht es dann darum, AIDS komplett auszurotten, und zwar bereits zum Jahr 2030. Fangen wir mal mit einer guten Nachricht an. Die Kosten für HIV-Therapien sind in den letzten Jahren enorm gesunken. Etwa $80 kostet jetzt ein Jahr Therapie. Das ist im Vergleich zu der ersten antiretroviralen Therapie gegen HIV nichts. Pro Patient und Jahr waren nämlich damals satte 15.000 US-Dollar zu zahlen. Kaum jemand konnte das Geld aufbringen. Und nicht weniger schlimm für die Erkrankten war, dass sie pro Tag an die 20 verschiedene Medikamente nehmen mussten. Mittlerweile haben Betroffene, die eine Therapie erhalten, eine normale Lebenserwartung. Dazu kommt, wird die Erkrankung frühzeitig behandelt, schützt sie zu 96% auch vor einer HIV-Übertragung. So gesehen hat die Forschung tatsächlich viel erreicht. Und auch der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema hat sich enorm verbessert. Mittlerweile herrscht weltweit eine wirklich große Solidarität im Kampf gegen AIDS, und das ist auch gut so. Michael Sidibe leitet das AIDS-Programm der Vereinten Nationen und hat vor kurzem ein Interview mit dem Tagesspiegel geführt, und da hat er gesagt, Zitat: Der Schulterschluss zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft hat nicht nur die Krankheit selbst in die Zange genommen, sondern noch etwas ganz anderes bewirkt. Alle Menschen haben ein Recht auf den Zugang zu Medikamenten. Heute können wir zum ersten Mal sagen, dass mehr HIV-Infizierte mit einer Therapie leben als ohne. Insgesamt werden demnach knapp 21 Millionen von knapp 37 Millionen HIV-Erkrankten mit der sogenannten antiretroviralen Therapie versorgt. Ein noch krasserer Vergleich: Vor knapp 18 Jahren wurden in Südafrika 90 Menschen behandelt. Heutzutage sind es 4 Millionen. Und die Ziele für die nächsten Jahre sind gesetzt. Die große Vision: Eine Welt komplett ohne AIDS. Und das soll in 2 Schritten erreicht werden. Bis zum Jahr 2020, und das ist ja nicht mehr lang hin, soll das 90-90-90 Ziel erreicht werden. 90% sollen ihren HIV-Status kennen, 90% sollen Zugang zu Therapien haben und weitere 90% sollen eine Viruslast unter der Nachweisgrenze haben. 2014 hatten die Vereinten Nationen das AIDS-Projekt UNAIDS ins Leben gerufen, und im September 2015 war es dann zumindest in einem Land soweit. Schweden hatte als erstes Land die 90-90-90-Ziele erreicht. In Deutschland könnte eine Pille zur Prävention dazu beitragen, nachzuziehen. Seit 2016 gibt es die sogenannte Präexpositionsprophylaxe, wie sie in medizinischer Fachsprache genannt wird. In der Szene wird sie einfach nur PrEP genannt. Die sie nennen, sind die sogenannten Prepper. Vor allem unter den Homosexuellen sind sie beliebt und für diese Gruppe schon fast so etwas wie eine sexuelle Revolution geworden, denn sie sorgt für sorgenfreie Sex. Die beiden Wirkstoffe Tenofovir und Emtricitabin sollen dafür sorgen, dass sich der HIV-Virus nicht vermehren kann. Das sind übrigens genau dieselben Wirkstoffe, die bei HIV-Positiven den Ausbruch der Krankheit verhindern sollen. 2015 zeigten unter anderem 2 große Studien aus Europa, dass die Pille tatsächlich vor einer HIV-Infektion schützen kann. In beiden Studien lag der Schutz bei 86%. Wow. Und er würde wahrscheinlich bei rund 100% liegen, wenn das Medikament richtig eingenommen würde. Man muss sie nämlich mindestens 5 Tage vor dem ungeschützten Verkehr, ab diesem Tag muss man sie jeden Tag einnehmen. Und würde dann bedeuten, dass die Pille HIV komplett ausrotten könnte. Kritiker dagegen warnen, durch die Pille werden mehr Geschlechtskrankheiten übertragen wie Tripper, Syphilis und so weiter. Der Grund: Risikogruppen wiegen sich in falscher Sicherheit und benutzen seltener Kondome. Dennoch gab es vor allem in den letzten Monaten einen regelrechten Boom um diese Pille gegen HIV. Denn seit Oktober 2017 kostet sie nur noch 51 Euro im Monat. Vorher waren es rund 800 Euro.
vor. Um die 90-90-90 Ziele weltweit zu schaffen, muss aber noch mehr passieren. HIV-Tests beispielsweise müssten zu einer Selbstverständlichkeit werden. Das ist vor allem in manchen südlichen Teilen von Afrika noch nicht der Fall, weil sich die Männer dort nicht testen lassen, sind 80% der neu infizierten jugendlichen Mädchen. Anders dagegen sieht es im afrikanischen Staat Swasiland aus. Das 90-90-90 Ziel ist bereits jetzt erreicht. Noch vor 5 Jahren herrschte hier die höchste Infektionsrate weltweit. Vor allem die intensive Aufklärungsarbeit hat hier Wunder gewirkt. Für die nächste Zeit stehen hier vor allem die Themen Bildung und Sexualerziehung auf dem To-Do-Zettel. Die Zahl der HIV-Infizierten könnte sinken, wenn vor allem die Mädchen die Schule zu Ende bringen könnten. Und das ist finanziell nicht wirklich ein Mammutprojekt. Lediglich $10 pro Kopf im Monat werden dafür veranschlagt. Zudem könnte Afrika auch geholfen werden, wenn das Land eigene Medikamente produzieren könnte, eben diese, bei denen der Patentschutz schon abgelaufen ist. Mit ganz anderen Problemen dagegen haben die Regionen in Zentralasien und Osteuropa zu kämpfen. Dort ist die Zahl der Neuinfektionen seit 2010 um mehr als die Hälfte gestiegen. Ein Großteil davon macht Russland aus. Zudem gibt es einen weiteren Negativtrend. Auch die Zahl derjenigen, die an AIDS sterben, nimmt zu. Das liegt unter anderem daran, dass die Betroffenen dort ihre Krankheit nicht kommunizieren, um Hilfe zu bekommen. Viele von ihnen werden diskriminiert. Sie sind häufig homosexuell, Transgender, Drogenabhängige oder Prostituierte. Russland hätte das Potenzial, AIDS bis 2030 endgültig zu bekämpfen, doch dafür müsste entschieden gegen die Stigmatisierung vorgegangen werden. Ein sehr großes Problem weltweit, aber auch in Deutschland, ist die zunehmende Gleichgültigkeit. Es gibt Studien, nach denen es vor allem die sehr jungen Menschen sind, die sich nicht mehr schützen. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass die Welt in Zukunft weiterhin mit AIDS zurechtkommen muss. Das Robert-Koch-Institut schreibt in seinem epidemiologischen Bulletin vom November 2017, dass die Strategie zur Eindämmung von HIV weiter konsequent umgesetzt werden sollte, insbesondere durch eine weitere Verbesserung der Testangebote und die Gewährleistung des Zugangs zur Therapie für alle in Deutschland von HIV betroffenen Menschen, inklusive der Menschen ohne Krankenversicherung. Eine weitere Idee sind Selbsttests für zu Hause. Dafür spricht sich zum Beispiel die Deutsche AIDS-Hilfe aus, denn das könnte den Schritt erleichtern, überhaupt einen HIV-Test zu machen. Andere sehen das kritisch, weil dabei natürlich die ärztliche Beratung fehlt. In Deutschland dürfen solche Selbsttests noch nicht abgegeben werden. Doch in anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden ist das möglich. Immer mal wieder gibt es ja auch Meldungen zu einer möglichen AIDS-Impfung. Doch in den letzten Jahrzehnten habe es nur sehr wenige von ihnen bis in die letzte Studienphase geschafft. Keiner davon ist bislang auf dem Markt. Vielleicht ist ja auch das nur noch eine Frage der Zeit. Doch darauf ausruhen sollten wir uns nicht dazu. Michel Sidibé: Ich glaube an die Impfung, aber sie wird HIV nicht auslöschen. Eine Impfung wird niemals hundertprozentig schützen, auch wenn sie etliche Infektionen verhindern könnte. Seiner Meinung nach sei es wichtig, an ganz vielen Fronten zu kämpfen. Und zwar, wie schon gesagt, beispielsweise Zugang zu Bildung und Wissenschaften und die Diskriminierung von AIDS-Patienten und Patientinnen bekämpfen. Wenn ihr kein Video zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, eine Krankheit schlimmer als AIDS. Ja, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.